Hallo, so, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Adventure Time. Gemeinsam yay! Mit My Flashware. Oh, komm mit, wir gehen auf. Fully den Human. Wenn wir verreisen, dann. Ich bin Human! Adventure Time! Baldo. Mit Unsinn im Sinn. Zieht uns zu fremden Moden hin. Ja, so war das. Warte mal, kriegen wir. Ja, ich gebe mal die Facility. Viel Spaß in der Ecke. Bin Jake der Hund und Finn verreisen. Der singt wieder, warte auf mich. Ich will nicht. So unfair. Nathan hat angefangen. Du hast weitergemacht. Dein Präsident Biden Skin hätte auch die. Ja, weil ich singen mag. Ich sehe auch nicht ein, dass ihr immer sagt, hör auf zu singen. Ja. Ich finde das halt. Das, ich lass mir das nicht vorschreiben. Setz auch in den Kommentaren immer so. Die sagen immer so auf, wenn er macht's nicht. Leckt mich. Denn da wurde ein Wunderpunkt erwischt. Keine Sorge, ich schneid's einfach raus. Das geht auch. Ich nicht. Ich auch nicht. Stark. U-A-A. Tang, tang. Wanna bang, bang. Ach, schön. Ich bin gerade in. Wer wissen das? Ich bin schon fast da. Ja, und dann Fire Exit? Wer war das? Wer ist da reingerannt? Naja, deswegen war da ein Fire Exit, wie mir scheint. Wer ist da reingerannt? Stoppschild! Oh mein Gott, hier ist einfach alles. Ja, da sind die. Denk mal, dann gehen wir da rein. Wald bleiben, oder? Oh mein fucking Gott. Oh nein, 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 nein. Oh Baby, so, ey, aua! Nein, das ist Morgi! Was ist denn los? Kommt hier rein, hau mich an gemacht! Und stöhnt dann rum. Das klingt für mich immer noch nicht wie ein Stöhnen. Es scheint daher zu kommen. Wo das tatsächlich ein Stöhnen ist. Hier ist eine Mine. Wir sind draußen. Okay, auch das erstmal mitnehmen. Und weg. Sag mir nicht, du hast sie noch nicht gesehen. Achso, die eine da drüben schon, aber ich dachte bei dem Gang halt. Achso. Oh, Morgi. Schlag sie! Schlag die Mine! Schlag sie! Schlag sie! Oh mein Gott! Schlag sie! Oh mein Gott! Was? Nee, es klappt nicht. Fuck. Doch, das klappt. Schlag sie! Ja, gib's gesehen! Ach du Scheiße! Danke, Morgi! Ich hab den Weg freigeräumt. Hast du den Fisch? Okay. Ja, dein Opfer wird nicht vergessen sein. Ich glaube, sie haben sie jetzt schon wieder vergessen. Morgi? Ich ruf dich echt gleich im Discord an, damit ich einfach verstehe, was du sagst. Ja, es ist super nervig! Das ist ultra nervig. Was ist das im Schnitt? Ich höre es dann wahrscheinlich jetzt hier beim Spielen und im Schnitt hört man aber wieder gar nichts. Hör auf damit. Ja. Ich fand es nicht, wenn das mal gemimikt werden würde. Ja, genau das meine ich halt. Ich will, dass deswegen machst du das die ganze Zeit. Will. Ja, ja, ja. Man würde den Unterschied nicht merken. Meinst du? Ich wollte gerade sagen, an sich könnte man die anderen auch lauter stellen, während man wartet, aber ja, ich meine, kann man machen? Ich mach jetzt. Die anderen lauter stellen, also dass ich jetzt lauter stelle. Dich lauter stellen. Ich glaube, es hat nichts geändert. Ja, du bist richtig gut laut geworden. Ich verstehe ich jetzt. Bin ich lauter geworden? Ne, ja, hast du mich lauter gestellt auch? Ich habe dich auf volle Lautstärke einfach gezogen. Jetzt verstehe ich dich. Ohne Sinn. Ja, es ist ein bisschen lauter geworden bei dir. Ich habe dich auch auf volle Lautstärke gemacht. Ohne Sinn. Ja, es ist nur ein bisschen lauter, aber wenigstens so, dass man was versteht. Und das Beste ist, wenn die Runde anfängt und wir es vergessen, dann, warte, dann wird's abenteuerlich. Ich weitergelaufen, aber ich habe gerade Maeve geklickt und instant ein Geschütz gehört. Maeve ist, glaube ich, so ein bisschen in der Zwickmühle. Der sieht doch ganz agil aus. Ist es ein Geschütz? Ja. Das Regal schützt dich nicht auf ewig, Maeve. Was soll ich denn machen jetzt? Ja, aber weg. Ich sag immer wieder, auf ihn schießen will. Hallo? Hilfe, kann mich jemand abholen? Die KFC Azubi wird bald erschossen. Das Geschütz dann aus.
Ich nehme jetzt einfach den nächsten Fire-Exit, den ich sehe. Und hoffe, das ist der richtige denn. Das Gefühl, sie hätte das Geschütz ausmachen können, wenn man den Kern rausnimmt. Also, ich glaube nicht, dass es ausgeht. Bin ich 100% sicher. Ich denke auch nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn der Strom ausgeht vom Licht, könnte auch das Geschütz ausgehen. Ja, das hat bestimmt eine eigene Batterie. Ich habe ein Geräusch gehört, ein ganz gruseliges. Entschuldigung. Ich vermute, schaust du auch Maeve noch zu. Ich glaube, ich das Geräusch gehört habe. Ja. Okay, sonst wäre das eine komische Aussage von mir gewesen. Also verdammt, vom neuen Boogeyman. Du hast dich nur entschuldigt, dass du dich mit der Mine umgebracht hast. Das ist mit Fire Exit von mir war halt viel logischer. Oh, eine Fernbedienung. Ohne Fernbedienung. Drück mal drauf, Maeve. Ich fänd's super, wie du dich über jeden Gegenstand immer freust. Nein. Die Fernbedienung ist super, mit der kann man klicken. Nein. Die kann sogar noch was. Ich will nicht zurückgehen. Die macht überall auf der Messe Schiff Licht an und aus. Ich hab Freddy reingepatcht. Nicht denn blöd, das muss ich denen entgegenlaufen. Also in der einen Runde, wo ich da 100 Mal geklickt habe, wenn irgendwer im Schiff gewesen wäre, der hätte ein bisschen gelitten. Oh, das ist super. Oh, hier war auch was, oder? Ja. Wer hat. Achso, das Schild ist okay. Ich dachte gerade, jemand hat das Schild verkauft, also nur zurück im Schiff. Hier links ist das Geschütz, ne? Ja, Maeve, da würde ich nicht reingehen. Ich weiß nicht, ob es mich sieht. Maeve, es würde dich sehen, geh da nicht rein. Ist es aus? Ne, es ist nicht aus. Es leuchtet aber nicht mehr. Es leuchtet nur, wenn es einen sieht. So oder oh, da so. War was. Ich habe dich lachen gehört gerade. Oh, das ist super, er darf nicht weggucken. Und das Geschütz ist, oh, das Geschütz hat ihn auch gesehen. Wie kann denn das alles hier so schrecklich sein? Das ist die Frage. Ich weiß, war noch nie glücklicher geht. Tor zu sein. Ich weiß, dass von hinten einer kommen kann. Das ist eine Wand, Maeve, keine Sorge. Welchen Nussknacker? Ja, hörst du? Ich sehe ihn aber noch nicht. Warum läuft der Nussknacker rum? Oh, Fire Exit, traust du dich, Maeve? Nein, du bist da. Ich kann jetzt nicht rückwärts hier diesen Sprung machen. Mach doch die Tür zu. Ich glaube, das schafft man nicht rückwärts, oder? Nee, ich glaube auch nicht, Maeve. Das war Maeve. Hi, Maeve. Holy shit. Oh, wie schnell. Bring den Präsidenten zurück, ganz Johnny. Ganz gut, mein Freund. Ich sollte wirklich ruhig sein. Psst, Morgi, psst. Okay, ich bin schon ruhig. Bei mir war übrigens eine massiv unangenehme Situation. Ich weiß nicht, ob das gesehen hat. Wir haben dich beobachtet, Maeve. Ja. Warum bist du eigentlich in den Geschützraum zurück? Gelacht, als du gestorben bist. Sackgasse, ich musste zurück. Oh. Wie weit bist du denn noch weg? Ah, du bist ja in der Nähe. Jonathan! Ah, schön, wenn jetzt die Maske reinkommt. Eine Person will schleichen und die andere schreit, aber du Jonathan! Ich hab ihn! Ich hab einen Körper! Let's go. So, nicht was ist eigentlich aus der Zeit geworden, wo wir so viel Geld hatten, dass die Teleporter hatten und der Präsident wurde gerettet? Was ist hier los? Das war mal in einem anderen Part. Okay, Morgi ist gleich jetzt wieder weg, perfekt. Ist sie nicht? Was? Nee, doch, nicht, die liegt hier, okay. Ich dachte gerade, die wurde rausgesweept. Ich wollte gerade sagen, was? Okay. Erfolg, erste Mission. Ich bin nicht auf eine Tretmine getreten. Bisschen was haben wir geholt. Geschlagen. Ja. Wird die Tröte? Nein, scheiße. Endlich mal Experience Points für mich. Mein Stoppschild nehme ich direkt wieder an mich, danke schön. Hey. Das war übrigens eine Mimik. Oh. Was? Da bin ich doch gestorben. Wo war eine Mimik? Am Eingang. Also du bist durch den Fire Exit gerannt. Ja. Ach so, direkt am Anfang. Ergibt ja auch Sinn, weil Mogi ist danach gestorben und Maeve war noch am Leben. Ja, okay. Alright. Ich habe übrigens gesehen, wie du durchgelaufen bist. Das war sehr beeindruckend. Finn, du bist minderjährig, du darfst es noch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es Szenen gibt, wo er Ähnliches macht. Okay. In der Show. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist so. Ich weiß ja nicht, was du gesehen hast. Was, sowas, so ein Move ist sehr Adventure-Time-mäßig. Das war nicht Adventure-Time. Ah! Es war nicht Adventure-Time. Oh mein Gott. Aber ich hab's doch extra auf diese Einzel. Ist Maeve gerade am Einkaufen? Maeve, hast du die Fernbedienung? Ich hab kein Geld. Die Fernbedienung.
Achso, stimmt. Warte mal, wo ist da unser Geld gerade weg? Haben wir alles verloren? Was für Geld? Wieso Geld? Wir haben doch erst mal eingekauft für uns. Let's go. Sind wir in einem neuen Cycle? Nee, du hast recht. Wir hatten doch nicht wirklich was übrig beim letzten Mal, oder? Sind nicht verreckt im zweiten Cycle. Sind diese Viecher irgendwie jedes Mal hier auf der Insel? Die sind jedes Mal hier. Hey! Weggehen! Wir gehen hier unseren Müll holen! Ich habe ein Schild! Wenn ihr zu nahe kommt, dann gibt's ein Donnerwetter! Auf die Fresse! Auf die Fresse gibt es dann, hab ich gesagt! Du haust jetzt ab! So, habt ihr das Zeug geholt? Das mögen die gar nicht. Was? Was? Hätte ich jetzt besonders frech oder was? Warte nur ab, ich komm gleich zu dir rüber! Und ich nutze die? Ja. Sollte die helfen? Brauchst du eine Taschenlampe? Naja, ich hätte gerne eine. Ja. Ich hab eine Taschenlampe und ich werde gegen euch einsetzen, wenn es sein muss! Ja! Gute Arbeit, Mann. Ich fühle mich so sicher. Ja, und jetzt gehe ich. Ich hab Angst. Hallo? Fire Exit! Richtiges Fire Exit! Noch ein Fire Exit! Hier sind drei! Ja, vertraut den anderen vielleicht nicht zu sehr. Woher weißt du, wie. Also, du hast getestet mit dem Schlagen, ne? Ja, genau, ich hab's mit dem Stoppschild geschlagen. Das war nicht die Stöhntröte, oder? Bulli, was los? Wo bist du? Na, damit will ich nichts zu tun haben. Nee. Ich hab da laute Schritte. Oh, was der Wurm? Du, ja, ob du dich aufhörst. Yippie, hast du was Schönes für mich? Geschenk und einen Schlüssel? Hätte ich gerne, aber ich muss dann mal gehen. Da ist noch ein Geschenk. Da hat doch niemand, der Yippie sagt, was dagegen, wenn ich das mitnehme, richtig? Richtig. Niemand hat was dagegen einzuwenden. Na, gar kein. Braucht man in den Schlüssel gar keine Lust reinzugehen. Okay. Sieht ja soweit ganz. Das sieht eigentlich nicht gut aus. Wulli ist direkt gestorben und ich höre die ganze Zeit niemanden. Fuli! Nein, die Tür ist verschlossen, Fulia. Weißt du, was dahinter ist? Ich weiß nicht, ob du zuschaust, Fulia. Da ist eine Flasche dahinter. Warte, kann ich die vielleicht trotzdem durch die verschlossene Tür mitnehmen? Ich sehe sie ja. Nee, kann ich nicht. Ja, was? Da ist ein Yippie-Nest und die haben doch ein Geschenk und ein Schlüssel. Und da ist eine Flasche hinter einer verschlossenen Tür. Warum ist Fully da? Warum hat Fully vorhin die ganze Zeit rumgeschrien? Ihr müsst diese Tür da aufziehen bei euch. Das ist so viel. Warte mal, ich hab bei dir. Das sind Todesursachen in dem Raum. Oh, da ist die Flasche. Fully! Jetzt, wo du gerade hier bist! Oh mein Gott! Guck mal! Alter Maul! Hier ist wirklich eine Schatzkammer. Ich glaube, ich sehe doppelt. Vier Fullies. Comedy! Maske. Da oben ist eine Lupe. Wir haben erfolgreich alles geplündert. Gute Arbeit. Wir sollten wieder rausgehen. Wir haben nicht alles geplündert. Es gibt noch bei den Yippies ein Geschenk. Soll ich das mitnehmen? Nee, will ich nicht. Schlüssel. Das ist richtig. Da kommt ein Nussknacker auf euch zu. Oh shit! Bist du das oder ist das der Nussknacker, Moggy? Nee, ich bin nicht der Nussknacker. Bist du der Nussknacker? Okay. Lebt ihr noch? Wo ist der Nussknacker hin? Nein, geht weg! Wir haben nichts geklaut von denen, alles gut, die sind nicht böse. Okay. Fuck! Die wollen jetzt Fortnite und Cola. Der Nussknacker ist gerade nicht da. Patrouille ist gerade nicht da. Ich seh noch auf der Karte, was abgeht.
Vorne geht's nicht weiter. Links am besten gehen, ja. Ist links am besten? Da, da, da ist auch ein anderer Spieler bei euch. Rechts. Hä, warum machen die... Johnny! Herr Johnny! Okay. Verpiss dich! Ja, die Lupe, ja, da Johnny, vorher! Ich gerade zu. Wolfe, ist Johnny am Leben? Okay, gut. Soll ich euch den Ausgang zeigen? Johnny. Ah ja, ja. Soll ich euch den Ausgang zeigen? Ja. Links ist der Ausgang. Komm zurück! Du musst nicht durch den Pfeil exit, ihr seid direkt beim Ausgang. Ich kann rausgehen, ne? Du musst getestet. Ah, okay, hier sind wir genug. Genau. Boogie, du hast ihn getestet, oder? Ja. Die Tür war geblockt, ich will nicht wissen, was da hinter auf sich hat. Habt ihr noch Loot? Soll ich noch was nehmen, oder? Alles gut. Du kannst die Vögel verscheuchen. Ja, das hat immer so ein Loot. Let's go! Los, Hupen! Ja! Und Kelch! Erstmal ein Schlückchen nicht auf den Erfolg. Das war die Insel gegönnt. Kannst ein bisschen mehr Wasser reinfüllen. Und mehr! Als ob das Schiff da hinten einfach nichts ist. Ja, das Schiff da hinten ist super enttäuschend. Ich finde, das Schiff sollte der Eingang sein. Ja. Yeah. Ist doch so easy, das da zu platzieren, anstatt mitten auf der Insel. Und jetzt mache ich das Geschenk auf! Fisch. Kann ich öffnen? Noch ein Fisch. Ich wusste gar nicht, dass man die öffnen kann. Ja, und ich wusste nicht, dass wenn wir wegfliegen, dass dann alles verloren geht, wenn wir alle tot sind. Und ich wusste nicht, dass wir so viel Geld gerade haben. Und wir haben noch zwei Tage übrig. 654. Loaded. Wir sind echt loaded. 654, ach du Scheiße. Hacked. Oh, geil, ein Goldkelch. Ich tippe schlicht die Neuigkeiten, Jungs. Wir dürfen nur zu viert hinten im Schiff sein. Einer muss gehen. Ah, shit. Der Letzte, der einen Tanz macht. Richard. Oh. Bist du diesen Scan, den wir die ganze Zeit mit Rechtsklick machen? Okay, ich glaube, Der passt doch nicht. Risiko steht hier. Ups. Oh. Du machst den echt oft. Wenn ihr wollt, kann ich euch betäuben. Ja, wir starten, oder? Oder gehen wir nochmal rein? Aua. Nee, wir wollen starten. Na, wir fliegen weiter. Wir haben genug geholt. Ich glaube, da gab's jetzt nicht so viel. Nee, oder? Da war bei dem Nest von den Yippies war noch ein Geschenk, aber da war auch ein Nussknacker, also würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja, die Yippies würden, glaube ich, eh nur ausrasten. Geschenk für den Nussknacker. Oh, den Nussknacker aber töten? Das wäre mal eine Aufgabe. Es geht? Die Katze, ich hab nicht mit der gerechnet. Ich bin bereit. Zu töten. Morgi hat einen Thermomix. Du hast einen Thermomix. Was? Oh, das war ein S-Grade. Oh, wir sind das viel XP. Komm schon. Ey, heute steige ich noch ein Level auf. Ich sag, wie es ist. Nee, meine Runden gerade. Ich sag, wie es ist. Ich bleib bei der nächsten Runde. Ich weiß nicht, meine Runden, Bruder. Meine Runden. Das ist Wertes. Doch, klar. Ich sag's dir ehrlich. Ich sag, wie es ist. Dann musst du, Bruder, das Ding ist. Ich sag dir ehrlich. Haben wir noch ein Walkie-Talkie? Oder ist noch? Nee, das ist ein Fisch. Ja, Johnny hat zwei. Bruder, vertrau mir. Zwei? Ja, krieg ich klar, eins? Ja. Ich hatte, ja, stimmt, ich hatte eh eins für dich. Das war sowieso für dich, Mogi. Warum hast du es zwischen die Gegenstände geworfen? Wo ist denn im Schiff bleiben? Scheiße, das Ding. Ich hab kein Walkie-Talkie. Warte, es ist mal unter dem Teil. Unter den Bodenbrettern. Johnny, willst du eine Schiffrunde machen? Johnny bleibt im Schiff. Oh, ja, okay. Gleichzeitig aufgeladen. Ich hab kein Walkie-Talkie. Hat er ein Walkie-Talkie? Johnny hat eins. Johnny schon. Bulli hat keins. Na, das ist meine Mama. Ich erfahre es gut doch. Ja. Und wir finden nachher die ganzen Vögel bei dir im Raumschiff. Hat Johnny gerade gesagt, dass er... Was? Was machst du da? Hab's du dich nicht gehört? Hotel, ihr Vögel. Okay. Ich höre einen Nussknacker. In dem Raum ist noch ein Schatz, da liegt was. Direkt, Moment, Frost. Ja, da, stopp. Ja, du stehst drauf. Schluss, Mögliche. Ich hab den Nussknacker gekillt! Holy shit! Er ist tot! Ja, und du hast eine Waffe! Das sieht gefährlich aus! Warte mal, du kannst schießen? Oh, da ist noch die Munition. Ich
Shit. Ich glaube, du hast schon zwei Schuss, aber du kannst die Munition auch mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte, die Tür ist im Weg. Ich komme dran. Oh, da ist noch mehr. Ich hab zwei Schuss. Ich schau mal nach rechts, yeah. Mogi ändert direkt die ILO. Hab ich die zugemacht? Ich glaube, ich hab die zugemacht. Also, wenn hier ein Monster auftaucht, Freunde. Präsident Biden ist bewahrt. Wir kämpfen hier für die Freiheit. Für Amerika. Warte, die Tür öffnet. Achso, das sind die Tür. Danke, Johnny. Ich hab kein Walkie-Talkie, um Danke Johnny zu sagen. Uli sagt Danke Johnny. Für mich sieht es irgendwie aus wie so eine Hostage-Situation, wie beide geführt wird. Es ist auch ein Stück bei dir, nimm besser Gegenstände mit. Los, Feuer, okay, vorwärts! Ich hab mich schon! Jetzt, danke! Hast irgend so ein Hey! Schön weiter marschieren, Freund! Stopp, da ist was schon! Das ist ein Gegner. Oh! Da! Er schießt den! Ich muss erst nachladen. Ich hab Fully erschossen. So, jetzt hab ich ihn. Ich lebe! Wen hab ich erschossen? War's Wave? Mein halber Screen ist rot. Ich bin fast tot, das hat echt eine Streuung, das Ding. Du hast den Mimik hier erschossen, aber. Oh, das war der Mimik, den ich erschossen hab! Ja! Was hab ich alles umgebracht gerade? Du hast so viel umgebracht. Ich habe aber keine Munition mehr übrig. Also Johnny, das war eine wilde Situation. Es sah sehr wild aus, ich habe einen Tausendfüßler erlebt. Ach, deswegen ist Maeve einfach abgehauen. Ja, ein Tausendfüßler, mehr nicht. Das war ihn erst! Yippie! Wo kommen wir her? Ah. Kollege, kein Yippie, Tür zu. Tür zu. Ah! Oh, ich liebe die Kleinen. Oh, hier ist doch Loot. Comedy! Wo? Im Regal um. Ich habe auch noch Platz. Hast du noch? Willst du die Schrotflinte haben? Die ist nämlich leer, ich brauche sie nicht. Ich glaube, können wir verkaufen. Ja, dann gib sie mir. Nee, ich anziehe, Mogi. Was soll das denn jetzt? Hast du gerade gedrückt? Fully hat gerade gedrückt. Ja. Er wollte mir nicht glauben, dass sie leer ist. Hör auf abzudrücken. Ja, so wär's dann. Ich hätte geglaubt, dass sie leer ist. Da ist ein Raum mit super vielen Schätzen gerade hinter der Wand hier. Der ist abgeschlossen. Vielleicht ist vorne offen. Da ist noch eine Tür, aber die ist verschlossen. Sind beide verschlossen. Hast du einen Schlüssel, Fully? Wo kein Schlüssel. Hör auf mit der Schrumpflitte. Das ist noch. Lauf. Ja, bei mir ist das Problem, meine ganz untere Hälfte vom Screen ist rot. Ich glaube, du hast mir halt den Arsch gerettet, aber irgendwie dieser rote Screen ist halt nicht verschwunden. Yippie! Das Problem ist Fire Exit. Ich kann jetzt mit der, einmal die Schnauze, ihr geht jetzt weg. Halt die Schnauze! Ich folge deinem Blut. Weg jetzt. das Problem ist, ich kann... Oh, da ist ein Plastikfisch in dem Container drin, Fully. In dem Tank. Welchen Tank? Ich sehe halt wirklich da schlecht. Da ist einer. Ah ja, hier, ich hab ihn. Okay. Wollen wir raus? Der Fire Exit ist schlecht, oder? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht überprüfen mit dem Schild. Er macht sich nicht sauer. Nee, ich anziehe, Mori. Hörst du das? Einer hat gerade mit Johnny Stimme gesagt, nicht anziehen, Moggy. Vorhin hat einer gesagt, ja, ich kann euch den Ausgang zeigen. Aber es war Johnny nicht. Aber es ist mit Johnny Stimme. Oh, eine Menge Metal Sheets hier. So, wie kommen wir hier raus? Johnny, wo geht's denn raus? Ich weiß
Der ist nur ein Yippie, glaube ich. Bulli. Yippie. Freddy. Freddy, best pal! Pokémon gerade gefreddied? Rogi? Vape, es hat mich erwischt. Ich wurde von Freddy Fazbear gekillt. Wurde ich drin? Ja, genau. Solange du nur du tot bist, Vape, mach ich dich mal auf maximale Lautstärke. Ist richtig. Und dann links. Ja, stimmt, es ist wieder leiser jetzt auf einmal. Ja. Wenn nur ein anderer tot ist, dann kann man den auf maximale Lautstärke mal eben machen. Was ist nicht so einfach? Keine Ahnung. Ich hab dich auch mal lauter gesehen. Da in dem Raum. Noch eins weiter und dann links. Habe ich dich eigentlich erschossen, Melk? Ja, oder? Ja, hast du. Warum bist du auch einfach ohne etwas zu sagen weggelaufen? Hier? Nee, ich wollte nicht auf dich schießen, aber es war dann der Wurm. Ich bin nur 5 Meter weit gelaufen und da war dann die Maske. Hier, gleich die Zähne im Ohr. Ja, die Maske habe ich irgendwie auch noch erschossen. Nein. Verpiss dich, Kollege. Weg mit dir. Tja, oder? Und ich habe aber den... Bulli, du musst weiterreden. Nein! Schatz! Weg mit dir! Verzieh dich! Lass Bulli in Ruhe! Ach, guck mal, die. Oh. Lass Bulli in Ruhe! Kommt alles! Wirklich. Wenn, dann fress mich, aber nicht Bulli! Fress nicht Bulli! Du bist echt, okay. Ich glaube, Bulli hat nicht mehr was dabei. Ich geleite dich nach Hause. Haut ab! Außer der Leiche. Haut ab, ihr blöden Viecher! Mit euch! Bestimmt die anderen Dressplatz voll mit dem Kram, oder? Ey, die Schrotflinte noch dabei! Das hab ich nicht gehört. Stimmt. Ist sie was wert? Warte, ich weiß es nicht. Guck mal, Zombie. Die reden echt miteinander einfach. Das ist so seltsam. Lauf! Lustig. Hinter dir ist einer. Hallo, euer Taxi ist hier. Mit ihr und los geht's! Bitte einsteigen. Woohoo, we made it! Yeah! Das war eine coole Runde. Ich mag die Runden, wo ich im Schiff bleib, tatsächlich. Ich bin dafür gut geeignet. Ich hab so einen roten Film. Was auch immer das über mich aussagt. Ich glaube, bei mir lagen noch ein paar Sachen am Strand, aber egal. Das wird werden wahrscheinlich. Oh, ja. Ich hab keinen Mittelfinger. Gute Arbeit. Ja. Das habt ihr sehr gut gemacht, meine. Yippie! Meine Cave Explorers. Habt ihr den Freddy gesehen? Da war ein Freddy Fazbear. Ja, das war schön. Okay. Had the next snap by Freddy steht bei Mogi. Twerk zu viel. Ja, ich wurde zu viel. Willkommen zurück. Mich hat Freddy erwischt. Zombie twerk zu viel. Die Double Barrel ist nicht viel wert. Krieg ich für den Tag, für den nullten Tag auch noch Experience Points? Boah, das wäre jetzt die ganzen Buben hier weggeballert mit einem Schuss. Fuli hat die ganze Zeit abgedrückt, als ich mit mir unterwegs war. Was hast du getan? Ja, ich drücke auch gleich mal den umgebracht. Ich war geduckt an der Stelle und hatte irgendwie über mich drüber geschaut, dann habe ich die ganze Zeit auf ihn geschlagen mit dem Stoppschild. Oh, cool. Wahrscheinlich konnte er dich nicht erreichen, oder? Er hat mich nicht gescannt, ich war irgendwie außerhalb von seiner Scan-Range und wenn er dich nicht scannt, dann greift er dich ja auch nicht an. Scan-Rage? Range. Schon behalten, ne? Landen. Ja, vielleicht ist er auch sauer, ich weiß nicht, er redet nicht so viel. Ja, ich habe immer noch viel Blut in den Augen. Was wenn er eher bitter ist? Na, glaube ich nicht. Wonach ist euch gerade? Süß, sauer, bitter oder salzig? Essen. Sauer. Essen. Ich hatte gerade sauer. Die Cola-Flasche. War echt sauer. Klingt echt sauer. Natürlich auch süß, aber sehr sauer. Schon voll. Ja, vor allem hat jemand schon längst geklingelt, das war ein bisschen... Ich muss wahrscheinlich nochmal hier rein. Nein. Willst du noch nicht schlucken? Hier nach kann ich bestimmt wieder rein, oder? Wo? Wupp! Wenn wir hier abgeklingelt haben. Ich kann jetzt ablegen. Boah, das ist richtig Patte, die wir hier machen. Yeah! Patte. Denkt ihr, Shotgun durch mich durch? Ja, nee, die ist hier falsch rum. Achso, bei mir liegt die Blase gerade. Oh nein, Fully hat die Shotgun wieder. Ich gehe gerade aber sie hatte Phase, oder? Sie hatte die richtige Höhe auf jeden Fall. Überleben wir gerade zum zweiten Mal? Ja. Ja. Geil.
Geil. Geil. Gute Arbeit. Die behalten wir, ne, die Knarre? Geile. Ja. Wir haben noch, kriegen, können Geile. Wir Munition dafür kriegen? Dann ich nicht. Ja, dann verkauft die, oder? Oder? Ich kann die Nein. Tröte noch verkaufen, wenn ihr wollt. Na, vielleicht nicht. Bruh. Du siehst das so ist glücklich aus, Morgan. Das ist der Beispieltext. Der beiden freut sich viel zu sehr. Na, ja, er hat gerade einen Nussknacker besiegt. zwei dumme ein Gedanke. Aber das CS steht natürlich für Counter-Strike. Da liegt ja noch Zeug, warum verkauft keiner? Was? Oh, da liegt doch was? Was? Komm weg mit der Tröte. Irgendeiner muss so eine Achse dahin gelegt haben, wer war das? Ja, das ist ja voll viel noch. Da liegen. Ich hab die Tröte Sachen. Auch weggelegt, okay? Ja. Ich hab die Achse hingelegt, aber ich dachte, jemand von euch hat die. Ja, aber wieso legt ihr überhaupt Sachen da draußen hin? Ja, verkaufen. Um sie zu verkaufen. Ja, verkaufen. Hä? Wenn du jetzt gleich verwirrt bist, dass wir hier verkaufen, dann bin ich. Dann zerbricht mein Weltbild einfach. Nein, warum ihr das auf den Boden legt? Nein, das lag nicht auf dem Boden gelegt. Das lag auf der Trese. Achso, wir haben nur die Klingel nicht gedrückt, okay. Ah, die dreht sich um bei anderen, ja, bei mir hängt die rückwärts. Was machen wir hier eigentlich? Woher kommt das Geld? Hä? Was ist das für ein langweiliger Planet, der ist gar nicht gefährlich? 80 Grad für andere, deswegen war meine Aufbau verkauft. Es gibt ja ein bisschen was zu erkunden, tatsächlich. Das stimmt immer noch. Hä? Wenn man runtergeht, gibt's ein Loch zu finden. Ich mach das. Ja, dann lass mal jetzt hier Teleporter holen und ja. Das war's eigentlich. Ja, jetzt sind sie auf dem Tisch. Ein bisschen nach rechts. Also dann links. Ein bisschen nach rechts. Ihr habt Spaß? Ja, ich glaube, stärker kriege ich hin. Hey, cool. Was für ein Geschoss. Danke. So, das war bei mir sah das gar nicht danach aus. Naja. Ah, wenn der Junge hat endlich was Besseres als ein Schwert. Sei vorsichtig. Ich starte, ne? Ich leg los. Okay. Wollen wir nicht was kaufen los. Erst? Wir gehen zum Schloss, auf geht's, da kaufen wir ein. Angebot ist. Oh, okay, ja. Vielleicht erwischt das Geistermädchen. Der Teleporter. Wir haben keine Walkie-Talkies mehr auf jeden Fall. Wir kaufen das Castle, oder? Wir kaufen das Castle. Es gibt kein Geistermädchen. Das ist 350, glaube ich. Wir haben echt genug Geld so oder so. Was sag ich mit dem Blaster? Warte. Wollen wir den nochmal kaufen? Dann kauf du mal ordentlich ein. Dann machen wir Zap. Mond kann man leider erst oben kaufen. Der Tele... Oh mein Gott. Jetpack, 50% runtergesetzt. Nur Jetpack? Ich glaube, das ist eindeutig ein Jetpack-Moment. Hast du schon mal was Vergnügen gehabt? Jetpack gekauft. Ich hab's mit Spielern übergelassen, weil. So ein bisschen hab ich's ausprobiert. Ich hab das Gefühl, das Jetpack wird niemand. Da ist es! Nee, hier oben, Mori. Bitte stirb mich direkt, bitte. Warum soll er dann sterben? Hat das begrenzt viel Treibstoff? Nee, das ist ja unbegrenzt. Das geht mit Strom. Oh, oh. Oh! Oh, ich dachte, er stirbt. Schöner Salto. Ich hatte echt gesagt, dass er stirbt. Oh, können wir das bitte im Castle machen, bevor... Macht das Schaden, kann? Wenn man damit zu hoch fliegt? Ja, oder? Ihr könnt es alle ausprobieren gleich. Wir gehen jetzt mal... Ja, macht ihr mal, bringt ihr euch damit um, nicht ich. Im Castle testen wir das. Ja, ihr könnt dann hochfliegen oder könnt ihr Yoshi oben ausbinden. Oh mein Gott, da ist Yoshi oben! Johnny! Ja? Schau mich bitte an. Du nimmst jetzt das Jetpack und dann fliegst du. Oh Gott, bitte lass mich ruhig. Du nimmst jetzt das Jetpack. Du fliegst, Johnny. Warte. Da hinten. Warte. Zu spät. Jetzt kommt Zombie gleich in eine andere Lobby rein von anderen Leuten. Ich hab mich verschrieben. Ich hab gar nicht geschrieben. Ich will über parallele Universen reden. Okay. Warte. Uli kommt zurück. Ja. Nein. Warte, ist der in Ordnung, der Mond? I guess that's all, eins. Folks. Warum habe ich die 1 da stehen? Ist so richtig schön. Keine Ahnung, vielleicht dumm oder so. Ich habe geguckt, ob alles in Ordnung ist da. Mamma Mia steht hier als Beschreibung. Mamma Mia. Oh, Schaufeln wäre schön. Ja, habe ich Caps aktiviert? Schaufel kaufen. Hat sie Caps aktiviert?
Hier ist es auch alles groß. Ich glaube, man kann klein schreiben, das wusste ich gar nicht. Da kommen noch zwei Schaufeln jetzt. Kannst du warten, bis wir gelandet sind, bitte? Ich will auch nicht, dass hier drin explodiert, ehrlich gesagt. Ich habe auch das Gefühl, wir Habt ihr eigentlich mein Stoppschild verkauft? Ja, wir holen Schaufeln. Wir haben gerade Schaufeln gekauft. Okay. Die Schaufel liegt weniger. Ich kann ja jetzt schon rüberfliegen, oder? Das Stoppschild funktioniert doch nicht bei den Mimiktüren. Ich will hier aber zusehen beim Flug wenigstens. Wir holen kurz die Schaufeln. Warte kurz. Warum ist jetzt wieder Weihnachten? Das ist immer auf dem Mod-Planeten. Habe ich schon zweimal gesagt. Das habe ich nicht mitbekommen. Das hat er schon zweimal gesagt und du bekommst es immer noch nicht mit! Ja, ja, was soll's? Wir sind doch immer am selben Ort. Oh Gott, okay. Pulli. Ab ins Schloss. Wer muss Jetpack? Ey, ja, was mit dem Jetpack? Klicken. Und dann musst du springen halt. Ja, pass auf, wenn du dich nach vorne. Das hab ich gerade ein Salto gemacht? Was ja, das? Wenn du nach vorne drückst, dann drehst du dich nach vorne. Ah, so geht das. Er wird sterben, oder? Lebt er lebt noch. Er ist da oben. Ist Yoshi da oben? Ist da Yoshi? Yoshka? War der das überhaupt noch? Nee, oh, so halbwegs. Ist Yoshi da oben? Ja, du musst springen. Du musst springen. Dann geht's. Johnny, spring, sagt Dom B. Ich schrei laut genug, ja? Mogi? Ja? Machst du gerade verführt? Nee. Stehst gut hier, oder? Leute, bitte ich schubsen. Oh mein Gott. Können Sie schubsen? Es gibt einen Mod dafür. Oh, aber den haben wir nicht. Na, ich wüsste einen Weg. Ach ja? No. Fully, du forderst es also wieder mal heraus. Nein, ich hab ja noch Schaber. Hallo, Fully! Nein, du tötest mich. Denkt ihr, Johnny kommt jemals wieder? Na, ich geh da mal rein. Runtergefallen. Ja, gehen wir mal rein. Scheiß mal drauf. Irgendwas mit leer hab ich gehört. Achso, dein Jetpack ist leer, ja. Hey. Geht also doch leer. Hast du keine Schaufel, Fully? Nein. Ach, keine Schaufel, mies. Eine miese Brise ist das. Miese Brise. So, ich will nicht nach oben gehen, weil oben ist erfahrungsgemäß immer. Da ist immer Schabernack. Oh, geht's hier? Oh, hier geht's runter. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen hier. Ist irgendwo eine Mine. Hast du das gehört? Ja, deswegen meine ich, dass hier irgendwo eine Mine ist. Da. Achtung, neben dem Stoppschild! Fully, hol dir das Stoppschild! Okay. Da drüben ist noch Tape. Heiß und fertig. Tape und Kaffeetasse. Nee, Fully. Marty, dreh dich mal um! Du hast doch eine Schaufel! Fully, hier. Und jetzt die Schaufel auf die Mine fallen lassen. Naja, mach das bitte nicht. Aber wir haben eine gute Ausbeute bisher an den Tag gelegt. Ja. Yippie. Und Fully, freust du dich schon aufs Castle? Jetzt. Fully, die Baboonhawks letzte Runde, die haben Yippie gerufen mit deiner Stimme. Echt? Nice. Ja. Es hat geklappt. Irgendwann muss das klappen. Irgendwann muss das ja hinhauen. Wie bist du überhaupt jetzt so perfekt aufs Geländer raufgesprungen und darüber weitergerannt? Oh oh, das ist eine Mimik. Nein. Abstand halten, Kollegen. Ja. Das war der echte Johnny. Das war nicht der echte. Wollen wir mal raus, ob er mit runtergesprungen ist oder so? Ich guck mal. Nee, er hat überlebt, Echt jetzt? Lebt er noch? Ja, er hat überlebt. Ich hab ihn dann mit dem Jetpack und dem Gemälde ins Schiff geschickt. Ich weiß nicht, ich werde mal meinen Müll rauswerfen. Oh. Hier ist gar nichts. Cool. Ah, da kommt ein Gegner. Achtung. Oder? Nee, das Morgi. Ist das Maeve. Meinst du mich? Ich hab Johnny draußen gesehen. Johnny meint, er kann wegfliegen, wenn Hunde kommen. Na. Ja, wenn er meint, dass er es kann. Hey, Maeve, hier ist doch eine Homemade Flashbang. Da draußen ist echt viel Kram im Dunkeln. Und irgendwas stampft draußen rum. Entschuldigung. Das sind wirklich endlose Gänge hier.
Hör ich was? Ich schwöre, ich höre was. Ja, das sind die da drüben. Das nicht auszupacken, weil halt ich habe den My Flashbang gefunden. Ja, ich Flashbang nicht da. Ich wollte gerade riskieren, dass da ein Schild oder so drin ist. Das wäre ganz cool gewesen. Mein Dosenfutter. Also, Mario ist immer gut. Das ist einfach alles voll mit Loot. Das macht Spaß. Na, generell das Setting sehr hier. Ja, das ist auch auf Gitterding. Dieses Mario-Setting ist auf den teureren Planeten im Grundspiel auch. Irgendwas knurrt hier. Ja, Entschuldigung, Bohnen. Ich hätte gern was von den Bohnen. Oh, das sind die Kühe, die hier brummen. Erstmal hier schön einschillen auf der Ottomane. Ich liebe es, dass Vape direkt den Begriff parat hat. Ja. Oh, ich nehme mal ein Schlüsselchen mit. Jungs, bleiben wir nicht? Was? Wir können dich nachher wieder abholen. Tja, ja. Jetzt schau mich an mit meinem Schlüssel. Yo. Na, nee, viel Spaß, kannst selber rein. Ich hab die Tür zugemacht. Hättest nicht zumachen müssen? Doch, das war nötig. Oh, hier ist noch viel Loot, Leute. Hier ist noch viel Loot. Wenn wir den töten, haben wir eine Shotgun. Okay, wollen wir ihn töten? Boah, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Oh, du hast eine Flashbang? Du kannst ihn doch, hier kannst du ihn einfach flashen und dann prügeln wir auf dem. Aber er muss halt offen sein. Ich weiß nicht. Ich hab den noch nie getötet. Du musst mir scheiß voraus. Ich hab Freddy gehört, oder? Du hast doch noch eine Spinne da drüben, das ist ein bisschen gefährlich. Ich hab den Freddy gehört. Wo ist er? Ich sag Flashbang, wenn ich sie werfe. Ich glaube, die fällt einfach runter und geht bei dir los, wo du bist. Nee, nee, die wirft man. Nein. Der steht direkt um die Ecke. Flashbang. Das hat schlechter funktioniert als erwartet. Die kann man nicht werfen. Ja, das war sehr ungünstig. Ein bisschen. Ja, Präsident Biden, ich warte auf Ihre Entschuldigungsrede. Okay, jetzt ein Nussknacker, pass mal auf. Ich glaube auf die Spitze. Der bewegt sich die ganze Zeit nicht, oder? Du bist ins Netz gelaufen! Ich weiß! Spinne! Au! Ich glaube, die Spinne ist tot. Ich glaube, Moggy ist auch tot. Oh mein Gott. Ich bin jetzt einfach auf die Mine getrampelt, das war super. Die Netze könnt ihr weghauen. Oh, was ist das? Das ist ja fair. Ja, das hätte so früher sein können. Naja, gut. Ich bin vollgepackt, Guys. Ich bin. Präsident Biden! Er ist von uns gegangen. Hier liegt noch ein Taschenlampe. Ja, die Leiche von Moggy. Ah. Und eine Taschenlampe. Hoffentlich hätte ich hab Licht. Oh, du hattest keiner. Er hat doch eine um Nacken. Wir haben alle Waffen, ne? Ja. Oh nein. Oh, das zwei Nussknacker und ein Coilhead. Probier's gerne. Okay. Ja, das ist ungünstig, dass der in der Tür steht. irgendwas schießt auf dich. Das ist die Kampfmusik. Du schneidest so, Fully. Sache ist die, in dem Raum hinter dem Coilhead waren zwei Nussknacker. Das war bevor die... Hat dich einer erwischt? Wo denn raus? Bevor die Dings kommt, die Coilhead. Du bist in den Coilhead rein. Ich hab die Nussknacker gar nicht richtig gesehen, also ganz leicht noch. Sind sehr viele Türen. Ja, es waren zwei Stück. Fully bei mir, pass auf, was bei mir passiert ist. Da war ja eine Spinne. Ja. Ich hab sie geschlagen, hat nichts gebracht, sie hat mich gekillt und dann ist die Spinne auf die Tretmine gelaufen und in die Luft gesprengt worden. Das war super. Ja, ich hab nur die Explosion. Ja, mies. Ja, aber es war die Spinne, nicht ich. Nee, da war eine Sackgasse. Sie kommt komplett in den Stark. Ich erinnere mich an den Kamin, glaube ich. Warte mal, ich werde dich mal lauter stellen. Das mache ich jetzt immer, wenn ich im Totbildschirm hier bin. Ihr kommt durch, ich mach dazu. Okay. Ja. Was meinst du? Von Johnnys Perspektive sehen. Ganz kurz, ja. Bei Johnny ist doch nichts los. Johnny redet durchs Walkie-Talkie, aber die haben alle kein Walkie-Talkie. Wofür sind wir da von oben runtergelaufen? Und er sagt uns, die hört mich halt nicht, was soll das denn? Ich lauf den Büro mal rein und dann können wir vorbei und dann wieder zumachen. Genau. Oh ja, das ist ja gefährlich. Ich wollte gerade sagen, es ist eine gefährliche Keule-Taktik, die da machen.
Ja, Backdrogen. Ich hatte leider ein volles Inventar, du auch, ne? Da ist der Ausgang. Junge! Ja, ich auch machen können. Bro, mit 800 km/h hier am Sprinten. Er ruft mich hinter ihm. Zum Glück hatte so ein Glück. Ich will's nochmal erzählen, die Spinne. Bei mir war eine Spinne. Die hat mich gekillt und dann ist sie auf die Tretmine getrampelt. Die Spinne hat sich selbst in die Luft gesprengt. Das war nicht ich, der sich in die Luft gesprengt hat. Ne, wir dachten, der Typ hat euch beide erschossen mit einem Schuss. Oh, nee, es war immer die Tretmine. Oh, vor dem Eingang liegen noch richtig viele Items, ne? Ja, ich habe auch ein paar dahin gelegt. Ja. Unser ganzer Loot liegt da und die haben noch eine Stunde Zeit. Ja, zeitlich ist knapp. Wir nicht. Ist hier ein Hund unterwegs? Wahrscheinlich. Johnny versucht immer noch durchs Walkie-Talkie zu sprechen. Komm zum Schiff. Ach stimmt, Zombie hat wieder geschafft. Zombie hat sogar einfach was angemacht, ne? Er hat aus. Ich höre gar nichts. Du bist gruselig. Hallo, oh mein Gott. Alter, ich hab schon... Junge, das war krass. GG an der Stelle. Ich hab's dir nicht geglaubt, aber ich war super perplex, weil ich dachte, hä, vielleicht höre ich die Jungs schon seit die ganze Runde über nicht. Ihr habt doch nicht auf meine Funksprüche geantwortet. Mein Walkie-Talkie ist aus. Ah, der Strom ist leer. Ich hab's nicht nachgeladen, deswegen. Ja, ist auch besser so, dass... Hier waren ultra viele Hunde übrigens mittendrin, aber ich war anscheinend unbesiegbar im Schiff. Ist alles voller Blut. Ja. Du kannst einfach die Tür zumachen, Johnny. Bist du mit dem Jetpack mich verletzt. Ach. Nein, darauf kommt er nicht. Ach, das haben wir ja noch. Ja, da drin liegen. Ich hab's abgelegt extra, damit es nicht weg ist. Ja, Jetpack hat ihn überlebt. Oh! Der ist unserem Schiff durch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ihn hier reingeknippt. Ja, ich glaube, in der Map kommen die nicht rein. Waren da zwei? Die wollten zu mir, aber haben mich nicht erwischt. Sehr gut. Jetzt wäre ich tot. War gut oder halt Luck? Jetzt war gut, du lebst. Der faulste, aber der mit der Zombie meisten Schaden kennt sich aus. Oh, endlich! Ich bin wieder Part-Timer! Yes! Johnny, ja, weil du meinst, du hattest Angst, dass die reinkommen, du hättest die Tür auch einfach zumachen können. Ja. Ich hatte dich wirklich Angst. Willkommen zurück! Morgi, die Tür hat einen bestimmten Akku. Wenn der hier runter geht, dann geht die wieder auf, ne? Und dann musst du erstmal wieder aufladen. Oh, ja, außerdem, das muss ich von der, nicht. Die ist von der selben Firma, ich hatte ja keine Sorge, dass die reinkommen, und die waren ja schon drin. Und ich habe mich nur gefragt, ob sie mir Schaden machen können, beziehungsweise ob sie überhaupt aufs Schiff kommen. Aber ja, ich glaube schon. Und ist nicht im Walkie-Talkie mitzunehmen, oder haben wir nicht genug? Ich kann direkt sagen, wir haben nicht genug, ja. Also eben hattet ihr keins, ne? Nein. Sie hatten eins, aber es war leer. Hey, wo ist das? Wo ist mein Loch? Ach, da drin liegt's ja. Ja, keine Aufnahme. Ja, ich hab's jetzt reingelegt. Ach, da ist irgendwie drin. Na, wir haben zumindest eigentlich fast die Quote. So, wer will das nächste Jetpack? Lande. Also, wer will's als nächstes ausprobieren? Moggy. Nee, ich weiß halt echt nicht, was der mit anfangen soll. Außer das gleiche zu machen, was Johnny gemacht hat. Du kannst halt relativ easy mitnehmen. Auch vom Eingang zum Schiff zurückfliegen damit. Nee. Ich lauf einfach rein. Wo ist es denn? Liegt's noch drin? Du bist ein Abenteurer, ja. Ah, das liegt da. Hoffe, dich erwische mich. Fire Exit! Oh, kein Fall. Einfach ohne was zu sagen runtergesprungen. Als wäre eine Mimik. Mimik Maeve. Zahnpasta. Ich wollte noch was erzählen zu dem. Zu den Masken. Ich hatte noch eine andere Mod drin mit 100 Emotes noch für uns. Die hat leider ein bisschen gebackt, deswegen haben sie rausgenommen. Aber da konnten die Masken, die konnten dann auch tanzen und so vor uns. Oh, das wäre lustig. Die haben dann wirklich so getan, als ob sie unsere Kollegen wären. Aber die leider hat sie gebackt. Oh, mies. Sie sagt, dass wenn ich mein Zeug. Pass mal auf, Maeve, wenn ich mein Zeug zurücktrage, haben wir die Quote voll. Ich denke, ich mach das mal eben. Hast du schon so viel? Ja, das Parfum, das ich habe, ist 98 wert und es fehlt 100. Die Zahnpasta dann noch 48 oder so. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Yippie! Yahoo! Kann mit Zahnpasta und mit der Parfumflasche kann man beides nichts machen. Das ist enttäuschend. Enttäuschend. Die gute Sache ist, ich kann direkt nochmal meine Taschenlampe auffüllen.
Johnny hier? Ich glaube nicht. Easy. Quote voll. Und ich hab's wieder mal geschafft. Und es ist gerade mal 22:30. Auch kennt ihr das, wenn ihr direkt am Vormittag eure Erledigungen erledigt? Kennst du das, Maeve? Ja. Cool, was ich gefunden habe. Ein Goldbarren! Rein da! Der ist 207 wert. Was? Ja. Oh mein und Gott. 82. Deswegen bist du so langsam. Ja. So, darf ich ihn mal nehmen? Na klar. Das ist meiner. Oh mein Gott, man ist so langsam unterwegs. Dann wusstest du ja am Ende der nicht laziest employee, sondern der most profitable. Du kannst auch reintragen, wenn du willst. Oh, hallo. Oh mein Gott. Guck mal, was wir gefunden haben, Zombie. Ein Joltbarren. Ein Joltbarren, ja. So sieht's aus. Aus echtem Jolt. Wir haben so viel Geld gerade hier drin. 621 Joink. Schon. Ich hab hier noch Klebeband. Oh, noch ein bisschen was! Noch ein Gemälde. Castle Grounds ist halt so ein gutes Level, ne? Ist ein bisschen easy, aber ist gut. Wir brauchen das Geld für mehr Jetpacks. Naja, das ist ja easy, aber gut. Ich mag die Perspektive von Polly. Also ein Jetpack nehme ich noch. Also ein Jetpack nehme ich noch. Okay, Krabbencrew. Ich bin wieder hier. Mogi? Ja? Ich würde sagen, ich habe dich hier rumschleichen sehen, hier um die Ecke, weil ich dachte, du hast dich um die Ecke versteckt. Dann hat mich ein Hund angeknurrt. Ja, bei dem bin ich auch ganz leise. Oh nein, das ist Hockey. Oh shit. Wenn die Sache ist, da ist der Hund oben. Den nehme ich nicht mit. Guck mal, er macht keine Mucks. Aber was mit den Gegnern? Hören die ihn noch? Hier liegt ein Schlüssel und eine Tasse. Ich weiß nicht, ob die Gegner ihn hören, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn ich einmal mit dem Slot jetzt rüber scrolle, dann macht er Lärm. Oh, okay. Dann wird er vielleicht einfach, wenn er nicht aktiv ist, Schnauze halten. Ich hoff's. Und früher oder später werde ich eh rüber scrollen. Das ist wieder der Raum hier. Hier ist doch gut. Die Tür ist verschlossen, warte. Die machen wir hier auf. Ich habe auch eine Batterie gefunden! Was? Du hast auch so viel, Ich hab richtig viel, wollen wir raus? Ja, ich höre die ganze Zeit Schritte, glaube ich. Ja, lass rausgehen. Das ist der falsche Weg. Okay. Ich glaube, wir kamen von da rechts irgendwo. Na, hier nicht. Okay. Oh, hier ist Kasten! Dann waren wir kamen auch nicht von hier. Kasten, das waren wir hier nicht. Dich von hier? Nee, du hast gesagt, da waren wir schon. Naja, vielleicht lag ich auch falsch. Schau mal, hier ist eine Mine. Können wir uns an die Mine erinnern? Ja, wir sind an der Mine vorbeigelaufen, glaube ich. Hier, diese komische Tür, die immer im Weg stand. Die Treppe. Hier ist die Couch. Nee, hier ist auch falsch. Denn bei der Couch ist falsch. Und wo hier? Ich hab's auch geladen, bevor wir rausgehen. Shit! Er hat gesagt, ich hab's aufgeladen, bevor wir rausgehen. Ja, bei mir hat er gesagt, ich mag die Perspektive von Fully, das ist ein bisschen ungünstig war. Der Satz. Oh nein, Maeve ist falsch. Der ist bestimmt stehen. Oh nein, der oder? Quatscht als Johnny. Ist der noch hier irgendwo? Waren wir nicht hier? Kamen wir nicht von hier irgendwo? Hier vielleicht? Jetpack hat überlebt.
Hier. Oh Gott, gut, ich habe ihn nämlich gerade wieder gehört. Pass auf, Hunde draußen. Hey Jungs, da unten sind Hunde. Vorsichtig. Wenn ihr nicht erst gegessen werdet. Hallo, warum kickert ihr nur? Aua, ich habe mir gerade wehgetan beim Losfliegen. Oh, ich bin jetzt nicht so gut. Was? Wo? Wo bin ich? Ach so. Wieso lebe ich noch? Okay. Oh Gott, was ist mit Johnny passiert? Mein Bildschirm ist so rot. Oh, sogar eine Lampe habt ihr gefunden. Mhm. Hallo. Oh mein Gott, du kannst doch nicht ansprechen, wenn die Hunde direkt neben uns stehen. Was eigentlich mit Fully? Tot. Ach so, okay. Nee, das war. Oh, 1119 liegt hier an Bord, Freunde. Vierstellig. Oh. Und wir haben noch einen Tag. Yeah, run. Ein Tag, um noch alles zu verlieren. Let's go. Yes. Ich kenne mich aus. Morgi, most profitable, siehst du? Nee, bei mir steht, kennt sich aus bei mir. Oh nein, also, ich steck gleich Hallöchen. Wieder ab. Dankeschön. It's a me. Mario. Oh, Mario. Naja. Die Taschenlampe hier angelassen. Direkt nochmal rein. Das ist Stromverschwendung. Ich glaube, dein Kampf lief nicht so gut, oder? Ich war nämlich kurz das Zeug aufheben und dann lag es auf einmal so eine Leiche. Er ist sofort gestorben. Ich bin nicht richtig um ihn herumgetänzt, sondern ich bin zu nah dran geblieben irgendwie. Ja, umso mehr Platz der hat, umso schneller wird er auch. Also ich weiß nicht, ob du den auf offener Fläche bekämpfen willst. Ah, ich dachte gerade, das will ich. Okay. Schön, den Goldbahn an, Fully. Wenn du meintest, ich soll um ihn herumlaufen, dachte ich mir, ich kesse ihn. Ich habe gesehen, dass ihr da einen hattet. Wie viel ist der wert? 207. Oh shit. Oh shit, Goldbahn. Du nimmst den Walkie Talkie mit, wir gehen noch mal. Wir haben 1100 gerade hier. Wo ist ein Walkie Talkie? Ja. Da ist eins. Und irgendeiner von euch schon. Ja. Muss man sagen. Willst du eine Schaufel mitnehmen oder meinst du? Nee, ich will's nicht storen. Also, Schaufel besser haben als nicht haben. Ich bin in Form. Die Schaufel, aber ja, ich bin bereit. Ich bin der Support. Ja, ganz enorm. Achso, du nimmst den Jetpack mit? Ja. Ich bin bereit. Das Jetpack sieht so dumm aus. Ich fühle mich halt auch nicht wirklich schneller damit und ich habe gar keine Orientierung mehr. Ja. Yeah. Oh, du bist übergelandet. Holy shit, der ist da. Ich hab das dahin geschafft. Ja, ein bisschen schneller warst du. Dabei? Ja, Unterfall. Wer von euch hat einen Talkie dabei? Ich habe eins dabei. Ah, Johnny. Ich habe auch einen. Ein Geschenk? Absolut. Fucking Tür. Kaffeetasse. Schau ich die Küche hier. Mine, Johnny! Die gibt's dann. Ich weiß doch auch nicht, Maeve. Ich weiß doch auch nicht, was die da machen. Nicht mehr da? Das ist okay. Morgi, ich hab jetzt ein Walkie-Talkie. Oh, freut mich. Ein Walkie-Talkie. Freddy Fazbear in der Küche! Freddy Fazbear in der Küche! Freddy Fazbear in der Küche. Was kocht er? Kannst du fragen? Oh mein Gott! Das war ein Arzt. Und was kocht er so? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich dachte mir, ich werde es riskieren, denn da war Freddy Fazbear in der Küche. Ich bin sehr viel dümmer gestorben, tatsächlich.
Das sag ich, Jörn, du bist die Mine getrampelt, ich oder? Ja, aber so wirklich instant rein. Also, ich renne in den Raum und suche die Mine und stell mich drauf. Als hätte ich unterbewusst gedacht. Nein, wäre wahrscheinlich am sichersten, wenn wenigstens einer safe. Ich vergesse immer, dass das Geräusch auch die Minen sind. Ja, ach, das ist die Küche ja schon. Ne. Oh, ja. Kann ich mal okay, lauter stellen. Vielleicht der Freddy. Sie ja, sagte ich jetzt aktuell mal machen, wenn man hier in dem Bildschirm ist, stelle ich jemand den anderen auf maximale Lautstärke. Ja, das braucht man auch. Oh, Fake Johnny! Das muss man später halt schau dir Fake Johnny an. Das ist Zombie, oder? Ja, ich sehe ihn. Ja. Bei mir ist es Johnny. Jetzt bin ich zweimal gestorben. Oh, okay. Am Tag davor haben wir auch schon mit Fake Johnny, Johnny gekillt. Oh, das ist noch ein. Das ist echte. Das ist nur nicht. Du hast gerade richtig mit uns geredet, hast du gemerkt? Ja, der hört zu. Oh, das ist so ein Baboonhawk, Achtung. Dafür die ist das gar nicht Johnny. Nicht für alle, ich glaube, Melf hat irgendwie einen anderen gesehen. Der fliegt gleich in die Luft. Nee, er sieht schon alle gleich aus, meine ich. Nee, die haben sich eben drüber unterhalten. Über Boonhack hat gerade mit Rockys Stimme geredet. Und gesagt, da ist der Hund. Ich habe den Gegner gar nicht gesehen. So, da ist der aussah wie Johnny. Ich hab fertig geflogen. Okay. Dann geh ich jetzt mal auf eine Tour. Weil waren wir alle im ein Exit? Ja. Ich verstehe immer noch nicht gern. Ich glaube, ich sollte mal fragen, wenn die Runde vorbei ist, ob Freddy Fazbear der Boogeyman ist. Ganz schön weit Guck geflogen. Dir Fully an. Fully? Oh Gott. Wirklich Fully. Fully nicht wehdrücken. Oh mein Gott, nicht wehdrücken, Fully. Du kommst da raus. Komm immer rein. Du kommst da raus. Oh, okay. Nicht wehdrücken. Da! Er ist draußen. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Ist das Mimics? Nee, okay. Nee. Ich dachte, ich surf ab. Oh. Das sagten wir alle, Fully. Das ist richtig ungünstig für Fully gerade. Mit dem Jetpack, ich mag das Ding nicht. Das ist sehr schwer zu steuern. Oh mein Gott. Das ist ja einfach umgedreht, das würde er bei mir nie machen. Ich hab keine Ahnung. Was sollte das denn? Er hat ihn mit dem Schild abgewehrt. Guck dir das an. Lol. Stimmt, wir können uns echt unterhalten in solchen Situationen damit. Scheiße, du. Was ist passiert? Hat er einfach nur Ja gesagt? Ja, hat einfach nur Ja geschrieben. Ich komme gar nicht ab. Ja, hier könnt ihr euch wieder unterhalten. Und das war's. Steht da. Da ist einer mutig. Oh, da oben ist auch noch so viel unterwegs. Er ist im Zugzwang. Ich habe Nussknacker gekillt und er nicht. Das ist wie Schachspielen. Lol. Deswegen ist der Boden hier auch so kariert. Ich liebe es, dass gerade der Nussknacker bei mir LOL gesagt hat. Mit deiner Stimme. Ich würde sagen, ich bin voll aufgelegt. Was sagen? No. So einfach ist es nicht. Warum? Nicht jeder hat, worauf es ankommt, musst du wissen. Du dummer Sau. Ach so, vielleicht muss man dabei geduckt bleiben. Ich bin geduckt geblieben auf jeden Fall. Ich glaube, es war auch mehr Glück als alles andere. Oh, hat ihn. Ach, Melf hat auch reingekillt. Zombie, wie fühlst du dich jetzt? Boah, ich hab 90% davon gemacht. Ich fühle mich glücklich. Ja, aber er hat ihn gekillt. Das war Teamwork. Naja, er hat halt... Killstil sind normal. Astrainer Killstil. Glaubt ihr, Melf erinnert sich daran, dass man erst nachladen muss, bevor man schießen kann? Hey Zombie! Er hat gerade gefragt. Heißer Assist. Ja, danke. Ah, hier, reload. Okay, er denkt dran. Oh, jetzt kill den Kriecher! Das würde ich auch gern wissen. Mit der Nachladtaste dann einfach. Mit E ist die Nachladtaste übrigens. Ich hätte R gesagt. Ja, steht ja oben. Kommt jeden Moment an? Ja. Er hat ihn nicht erschossen. Nee, er will die Waffe saven für uns. Das ist ganz, ganz gut tatsächlich. Die Salve saven. Ich frage mich, ob er auch so einen Hund erschießen könnte damit. Ich würd so um mich ballern. Das sind nur zwei Schuss, Johnny. Schuss, ne? Dass ich die noch nicht hatte, ist ganz gut. Ja, jetzt hast du sie gleich. Halt dich besser von Fully fern, wenn er sie sieht. Ein Hund in der Nähe. Ich hoffe so sehr auf eine Sache gleich. Uns kannst du es sagen. Nee. Falls es nicht passiert, dann muss ich weiterhoppen. Okay. Bist du der Echte? Ja.
Gut. Das würde auch der Falsche sagen. Rein. Alle anderen sollten tot sein. Ich hab gesagt, dass ich ihn so weggeschaut. Boah, stell dir vor, der Mimik sagt in dem Moment ja. Als ob hier ein Fake einfach drin ist und leises. Ja, du bist meine Sicht. Hier liegt, ja, das wäre absurd. Ich hab vergessen, dass ich ihn hier reingebracht habe, den Toten. Okay, wir gestanden, wirklich. Okay. Das ist ein bisschen bedrohlich, wie Maeve mit der Waffe da rumsteht. Wie sind wir gestorben? Jetzt flieg los, ich will meinen Schrott verkaufen! Guck mal, was ist denn das? Ich hab das vorhin auf mich gezeigt hast, dass ich das Jetpack nutzen soll. Ich sag mal so, in der Waffe hat ein Schuss gefehlt. Das war gruselig, Morgi. Oh. Wild. Da steckt schon mit Blut dran, ne? Lecker. Lauf, Waldo. Down with a bang. Johnny ist einfach von der Mine gerannt. Das war viel zu lustig. Ich bin so reingelatscht in diese Mine. Ist du hast komplett recht. Aber ich bin reingelaufen und hab explizit mich auf die Mine gestellt. Maeve, willkommen im Club der Nussknacker-Killer. Woo! Yeah! Ja. Und jetzt vergiss einfach, was ich gemacht habe, nachdem ich die Waffe bekommen hab. Pass auf, Johnny, die ist geladen. Er hat's vergessen, nicht. Gut. Ab zur Kompanie. Kann ich kann das nicht tun. Ich hab nämlich dich nicht erschossen, Maeve. Nee, wir können jetzt nochmal zum Schloss gleich gehen. Jetzt sind wir ja richtig stacked. Loaded! Jetzt sind wir vorbereitet. Woo! Ja, erstmal also ein bisschen verkaufen. Ja, wir sind erstmal fertig mit der Folge. Das war das gerade mein Glück, dass du genau dann geschossen hast, als wir den Wechsel hatten? Aber ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Sicher? Ich hab die Maus nicht berührt. Da war ein Schuss. Ja, ich hab mich selber erschreckt. Warum mit dir denn her die Waffe? Ich kann schwören, du hast mich gerade erschossen. Ich glaub, Meg hat geschossen. Darüber diskutieren die. Ich fast erschossen wurde. Warum nur fast? Ja, wenn du schießt, meine auch automatisch. Naja, weil Matt-Wechsel hat man den Schuss gehört und gesehen, aber er hat mich nicht erwischt. Wegen der hat er geschossen. So. Okay, halt die Fresse! Es war kein wenn Glück du wegstrollst, ist der Roboter ruhig. Sind so reich. Oh yeah. Wie, was? Oh, mein Menü ist gerade verbuggt. Was zum Fick, Maeve? Ich hab den nur auf den Boden gelegt. Ja, das bringt Johnny jetzt auch nicht mehr viel. Hast du Johnny erschossen? Nicht verkaufen. Nicht verkaufen, wir brauchen mit, die 20%. Nehmen wir mit. Ja, ich kam gerade zum Raumschiff rüber und ich hab nur Bum Bum gehört. Und ich hab so ein Leuchten gesehen. Achso, verkaufen. Ich hab die Shotgun nur auf den Boden gelegt. Also ja. Pass auf, wenn die Shotgun wegliegt. Pass auf, wenn die Shotgun wegliegt. Ich glaube, da ist keine Munition mehr drin. Ich mache mir da keine Sorgen mehr. Boggy? Da ist so eine Batterie. Das war die eine Sache, wo ich drauf gehofft hatte. Ach so. Wenn die ablegt und er schießt. Oh, das wusstest du? Ja. Er hat gesagt, ihr hofft doch auf eine Sache und dann meinte Johnny, uns kannst du verraten. Und er meinte, nee. Tja, und jetzt ist Johnny tot. Okay, das finde ich ja viel zu stark. Oh, das finde ich ja viel zu stark. Und das war ausgerechnet gleich Johnny erwischt. Laziest Employee. Nein. Okay, weißt du was? Schieß mir ins Gesicht. Nein. Traust du dich? Du Feigling? Maeve, die Shotgun hat auf Puhn Safety Mode. Oh, okay. Dann kann man die hinlegen. Ja. Ich hab dir eine Shotgun übrigens verkauft. Okay. Warum? Weil wir sie nicht mehr brauchen. Reicht auch, wenn wir einen im Schiff haben, oder nicht? Hat die nicht noch Munition? Nö. Ich verkauf mal den blutüberströmten Finn. Nein, dann verlieren wir 20%! Nein! Ja, der liegt schon drauf. Kannst du nicht mehr wegholen? Oh mein Gott. Stimmt, man kann den einfach mitnehmen. Das ist der smart. Ja, deswegen hatten wir den ja bei uns. Wir können ins Hauptmenü gehen, dann sind wir wieder, bevor wir hier gelandet sind. Dann ist die Shotgun-Munition sogar wieder da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Okay. Ja. Okay, das Spaß beim Zusehen. Tschüss, hoffe, meine Verbindung ist ganz schlecht gerade. Oh nein.